Moin, moin und weiter geht's also mit der Karriere mit den Gunners. Heute der siebte Spieltag in der Premier League gegen den FC Burnley zu Gast im Turf Moor. Wir heute mal in Gelb, Burnley in Weinrot und Weiß. Wir haben heute ein bisschen umgestellt, wie ihr seht. Giroud kriegt die Chance, Chamberlain dafür auf links, Sanchez auf rechts, Welbeck auf der Bank, genauso wie Akpom, der mich im Carabao Cup überzeugt hat, heute mal die Chance bekommt. Kein Parallelspiel und damit gehen wir rein in dieses für uns durchaus auch wichtige Spiel um den sehen wir Cassola, was glaube ich im oder alles im Fokus. Der Trainer von Burnley ist Sean Dyche mit Pope und Jordan Loughton, Keane, Ward, Larsen, Hendrick in dem 4-2, in dem 4-4-2 ist das. So unter anderem auf der Bank aus Hull gekommen und damit würde ich sagen, geht Referee for today. Thank you. Enjoy the game. Ist es eine Option für Alexis Sanchez gegen Pope im Tor? Sanchez, Elfmeter eiskalt verwandelt, 1-0 Führung in der 13. Minute hier im Turf Moor bei Burnley.
was ein wichtiger Elfmeter. Und dann ist das hier die Führung mit dem 4-1, glaube ich, Sanchez, oder? Ja, sein viertes Tor. Arsenal goal, number 7, Alexis Sanchez. Zwischen Gibbs, Rochelny, Ellery im Spielaufbau, Sanchez nochmal ins Zentrum mit Xhaka, mit Coquelin, mit Cazorla, Santi Cazorla wieder in der Box, gut gemacht, der Schlenzer abgefälscht und es gibt den nächsten Elfmeter hinterher, 18 Minuten Handspiel. Diesmal in der Mitte. In dieser Partie. Alexis Sanchez mit dem nächsten Elfmeter gegen. Machen wir diesmal in die Mitte. Eiskalt. Zwei. In der 19. Also der Doppelschlag von Alexis. Richtig stark. Sein 5. Saisontor für Sanchez. Und damit ist die Frage, wie jetzt Burnley hier reagiert. Larsson oder Chamberlain. Hält den Körper rein, der gute außen auf Kieran Gibbs. Kieran Gibbs, die Flanke, Kopfball, das 3-2 von Oxlade Chamberlain.
schön nach außen, gut dazwischen. Larsson, Loden. Der Abschluss P1 durch Larsson. Der einfach abzieht nach dem Pass und den Ball unter die Latte knallt. Kleine Chance für Chesney. In dieser Phase. Also der Platin. Eckball von Xhaka oder Gasol. Xhaka, die gute Flanke. Wo ist der? Wir gehen in 1. Durch machen müssen, um jetzt Swansea. Sanchez. Ist nicht allein Anspielstation. Xhaka noch nach außen auf Gasol.
substitution for Burton. Coming off the pitch, number 13, Jeff Carr. Coming onto the pitch, number 14, Tom Hiddleston. Stone. Ging nach außen auf Gibbs, Alex Sanchez, Pardon, Giroud, Xhaka, Casola, Giroud, Coquelin. Coquelin hat das Riesending und macht es rein, 1-4. In dieser Situation weil der entscheidende Ball aus dem Mittelfeld kommt und Coquelin dann eiskalt vor Bob bleibt und den Ball einfach in den Kasten legt. Mit dem 1. Arsenal Goal. 34, Francis Cropp. Und wir werden jetzt nochmal wechseln, werden hier mal schauen, was wir tun. Wir werden Akpom heute mal für Giroud bringen und Ramsey für Xhaka. Dazwischen von Coquelin. Was darf man? Chamberlain. Gibbs mit Chamberlain. Mit Xhaka. 12 Minuten noch. Mit Giroud. Casola. Chamberlain, Casola, Coquelin. Der Ball findet nicht den eigenen Mann. Wuschti. Und das ist Sanchez. Guter Ball. Bellerin wird gelegt, aber Ward bleibt dabei. Bellerin gewinnt den Ball dann doch nicht. Ward doch auf die Flur. Brady, Alexis Sanchez, Coquelin raus, Sanchez Eckball, Flanke war nicht. Nochmal Xhaka zurückgelegt. Der Abschluss aus der Distanz, also gibt es noch
ein fünftes Tor einzuschenken. Alles, glaube ich, abgefälscht. Nein, ist er nicht. Oh, und nein. Dazwischen gibt's. Gewinnen unser Spiel beim FC Burnley hier mit 1:4, was relativ deutlich ist und was wichtig ist in dieser Partie, um zu schauen, wie wir es auch statistisch belegen können. Schüsse 3:7, Schüsse aufs Tor 2:4, 63% Ballbesitz, zwei Gänge beide gleich, Passgenauigkeit bei beiden auch ungefähr gleich. Aber im Endeffekt sind wir die etwas effektivere Mannschaft, gewinnen die Partie und Kieran Gibbs ist mit einer 9,6 Man of the Match. Und damit gehen wir dann mal rein ins Büro und schauen rein, die City in Liverpool nach später stattfindet. Und in dieser Phase der Partie springen wir nach sieben Spielen mit 11 Punkten auf Platz 5. Also wir sind also Richtung Europäerpokalkampf. Und an dieser Stelle will ich dann sagen, beende ich den Part. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, nämlich zum 8. Spieltag gegen wen auch immer. Das sehen wir dann. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao.